Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Produkttestern. Ja, ich habe heute wieder ein neues Sneaker-Unboxing für euch. Und zwar habe ich ein Paket von Adidas bekommen. Einige von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Und zwar gibt es einen neuen Adidas X Pharrell Williams Human Race NMD. Und zwar habe ich den BBC Multicolor bekommen. Der ist jetzt vier Tage vor dem offiziellen Release rausgekommen. Beziehungsweise ich habe ihn jetzt 4 Tage vor dem offiziellen Release bestellt. Und der ist halt heute 2 Tage vor dem offiziellen Release angekommen. Und genau, den will ich euch dann heute gerne einmal vorstellen. Wie früher auch immer, würde ich das Paket jetzt mit euch zusammen einmal auspacken und dann einfach mal ein bisschen meine Impressionen von den Schuhen einfach mal euch mitteilen, wie mir der Schuh gefällt, ob ich den Colorway gut finde, wie die Verarbeitung und sowas alles mögliche ist. Genau. So, hier haben wir einmal das gute Paket, das ist wieder so ein Riesenteil von Adidas. So. Erstmal haben wir hier wieder so eine neue Sammelkarte. Adidas.com/collection, immer auf der anderen Seite und das Hashtag Adidas Collect. Das Ding, da sind erstmal ganz viele verschiedene Sneaker aufgedruckt und das ist einfach mal wie so ein Sticker. Kann man dann am Ende abziehen, wenn man will. So, Sendung und sowas habe ich. Lieferschein und Retoure habe ich dabei. Und natürlich einmal den Karton. Weg damit. So. Hier haben wir einmal das gute Stück. Vorne einmal wieder das übliche U, die 3 und 2018. Das heißt, das ist ein 2018er Release. Hier vorne haben wir einmal wieder das Pharrell Williams Logo, dann das bunte Adidas Logo. Dann haben wir hier einmal die Beschreibung, den Artikel selber. BBC UNMD, US-Größe 12, 46 2 Drittel. Die Artikelnummer BB9544. Und genau. Ich glaube, ich meine zu wissen, dass von dem Schuh nur 4.500 auf dem europäischen Markt rausgekommen sind. Also es ist wirklich ein relativ seltener Schuh. Und ja, den werde ich euch jetzt einmal hier zeigen. So, kommt schon mal der erste zum Vorschein. Und hier einmal der zweite. Nehmen die beiden einmal raus. Und den Karton rüber. Und genau. Da haben wir das gute Stück. Wie typisch für die Human Race ist da vorne so ein ganz kleines bisschen Papier drin. Es ist ungefähr so flach und so lang. Und so sieht dann einmal der Schuh aus. Sehr bunt, würde ich sagen. Wir haben ganz schön viele verschiedene Farben hier drauf. Rot, weiß, gelb, blau, was steht da drauf? Einmal Mind. Dann haben wir hinten einmal das BBC-Logo, beziehungsweise das Billionaires Boys Club Logo. Die Naht unten ziemlich gut verarbeitet. Das kann man hier drüber sagen. Ja. Ist okay. Durch hier mal die Nähte an, das ist nicht ganz so sauber verarbeitet. Ansonsten Boost. Sieht wieder ziemlich gut aus. Dann habt ihr hier vorne, wie üblich, einmal nochmal die Artikelnummer vorne drauf. Und genau so sieht dann nochmal in der Silhouette aus. Hier haben wir nochmal so eine kleine Besonderheit am Schnürsenkel. Und zwar auch immer wieder blau, gelb und rot. So kleine Streifen, die Schnürsenkel reflektieren. Und wir haben, wie es bei den Human Race eigentlich üblich ist, ein zweites Paar. Und zwar haben wir hier einmal gelbe Schnürsenkel noch dabei. Auch hier haben sie an den Spitzen nochmal so 3 Streifen, aber die sind alle schwarz bzw. grau. Was mir gerade noch auffällt,
Die Schuhe sind eigentlich brandneu und hier ist einfach mal so ein Fleck auf dem Weißen. Das ist natürlich richtig geil, dass wir einfach auf dem weißen Upper erstmal einen schönen Fleck drauf haben. So wünscht man sich das. Gute Qualitätskontrolle Adidas. Danke dafür. Und dann steht auf dem rechten Schuh einmal Hard. Hard und Mind auf beiden sozusagen. Beim rechten Schuh haben wir dann auch einmal das typische Adidas Logo wieder hinten drauf mit dem Trefoil. Schön in Gold. Das heißt, man fällt auf jeden Fall auf. Auch mit den ganzen Farben, dass das alles so bunt ist. Ist ein Schuh, den man mit schlichten Klamotten kombinieren sollte, würde ich mal behaupten. Ich weiß auch selber ehrlich gesagt nicht, ob ich den jetzt wirklich behalten will, weil ist schon ziemlich krass bunt. Ja, weiß ich nicht. Ich muss ihn gleich erstmal anziehen, mal gucken, wie der so fittet und so. Und dann kann ich euch dazu noch was sagen. Ansonsten von der Sohle haben wir hier diese, weiß ich nicht, etwas spezielle Sohle, würde ich mal behaupten. Das ist keine normale NMD oder NMD Trail Sohle mehr, sondern, keine Ahnung, sieht aus wie so Noppen vom Fußball. Finde ich jetzt nicht gar nicht mal so nice, muss ich ehrlich sagen. Und ja, dann werde ich euch gleich erstmal kurz was zum Komfort sagen. Genau, dann haben wir hier noch einmal das Tag. Wie üblich, einmal hier Adidas, BBC, UNMD, Originals, BB 9544, dann einmal die UK-Größe, 11,5, US 12, europäische Größe 46 2 Drittel. Und dann haben wir hier einmal, dass das Gewebe obendrauf und also das Upper von innen und von außen aus Textil besteht und die Sohle aus Gummi. Genau, und dann haben wir hier noch einmal den üblichen Zettel, den wir so nie durchgelesen haben, also keine Ahnung, was da drauf steht. Ja, das war's dann erst einmal. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, wie euch die Schuhe gefallen haben, ob ihr sie euch selber gekauft habt oder kaufen würdet. Und genau, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, auf jeden Fall abonnieren. Aktiviert die Glocke und schreibt vielleicht noch in die Kommentare Hashtag Glocke aktiv. Wir würden uns auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr uns wieder ein bisschen supportet. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story flips. See, now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me, two-faced friends only in it for the money. Can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters until I'm number one. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all and now I want it more until I'm number one. And you can tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top, number one. What am I really trying to prove? Did I just put myself into a situation where I gotta choose? Between music and money, fans and friends, I hope that all the above is on the scantron then. Life is a test, then I study for the class. If you wanna understand, then you better do the math. Procrastinated rappers thinking they go past, gonna find out real soon just how long they gonna last. Can't afford to keep it 100 nowadays, cause if you want the money,